Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Disney Dreamlight Valley. So, erstmal hier die Möhrchen einsammeln. Ich habe zwar schon ein bisschen was vorbereitet, aber ich habe die nochmal schnell gepflanzt, weil ich mir dachte, oh, warum nicht? Kannst du ja mal machen. Hast du ja nichts zu verlieren. Und außerdem, der Maui, der braucht ja auch noch ein bisschen, ja, Erfahrung, ne? Also, beziehungsweise Freundschaftspunkte. So, also, zeige Christoph die Kokosnüsse. Aufgaben. Hör zu, während Anna und Christoph sich unterhalten. Hier brauchen wir noch Steine und Lehm und Eisenbarren. Meerwasser. Die Blume. Meeresfrüchtesalat, Obstsalat. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu der Blume. Die ist, glaube ich, nämlich hier oben. Und die ist auch fertig. Wunderbar. Und im ewigen Kreis such ich diesen Löwen. Ne, jetzt suche ich erstmal die Münzen hier. Und die letzte. Danke. So, ich suche einen Löwen. Der ist bei sich zu Hause. Das ist nicht weit weg. Ist nämlich genau hier. Ich finde es interessant, dass ich da eine Tür aufmache, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Wurde aber auch Zeit. Trupley, es ist mir ein Vergnügen. Hm. Du hast die Zutaten und hier ist die Idee. Kombiniere sie. Du hast es geschafft. Hurra. Was? Stell den Gegenstand brüllenden Schaufelkopf her. Okay, also wieder zurück. Ich finde es schön, immer so hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Wo haben wir denn die Werkbank? Da haben wir die Werkbank. Sollten wir vielleicht nochmal eine herstellen und die dann woanders hinstellen, so ungefähr. Da. 10 gereinigte Nachtscherben. Und da muss ich diese Schaufel jetzt wahrscheinlich auch einsetzen. Und jetzt? Entferne die Gnu-Knochen, die großen. Okay. Dann entfernen wir mal die großen Gnu-Knochen. Also. Das hier ist ein kleiner, ne? Darf man nicht vergessen. Das hier ist ein großer. Halt. Falls ich nochmal irgendwann gereinigte Nachtscherben brauche, gereinigte Traumscherben, sollte ich mir ein paar Nachtscherben holen. Und die Aufgabe ist erledigt. Yay. Und ich muss mich nicht mal wie blöd hin und her teleportieren. Ist das nicht schön? So. Schönes Ding, schönes Ding. Zack, das sammeln wir auch ein, das sammeln wir auch ein. Und das auch. Die lassen wir auch nochmal schnell verschwinden. So. Ach Mist. Was machst du denn? So. Du sollst die da ausgraben, genau. Weil Lehm ist das, was wir brauchen. Ja!
Schön. Maui auf 8. Und auf 10 gibt es dann die finale Aufgabe von ihm. Das ist doch schön. Genau so muss das laufen. So, gleich habe ich alle weg hier. Oder ich habe schon alle weg. Kann auch sein. Ja, ich glaube, ich habe alle weg. Wunderbar. Da vorne ist noch ein großer. Ich glaube, dann habe ich jetzt fast alles. So. Wenn ich die großen weg habe, habe ich echt sau viel Platz hier gewonnen. Und Münzen. Ach, schön. So, Scar, dann sag mal an. Oh, endlich. Die sonnige Ebene ist wieder intakt. Ich sollte dir wohl danken, Truplay. Du warst ja doch hilfreich. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich brauche, damit mein Königreich wiederhergestellt ist. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich deine Hilfe wieder benötige. Ah, Truplay, du hast so viel beigetragen, dass die sonnige Ebene wieder intakt ist, dass ich dir wirklich danken muss. Lass uns in meiner Höhle zusammen essen, nur wir zwei Herrscher. Das ist dir gar nicht ähnlich, aber okay. Was soll ich sagen? Ich stecke einfach voller Überraschungen. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem mit dem Essen. Ich habe mir erlaubt, das Nagetier um einen deinem angemessenen Gericht zu bitten. Er gab mir diese seltsamen Dinge hier. Ein Rezeptbuch. Rezepte für Teriyaki-Lachs und Stachelbeerkuchen. Okay. Ich freue mich schon drauf. Oh, glaub mir, Truplay. Du könntest es nicht sehnlicher erwarten als ich. Okay, Teriyaki-Lachs und Schneewittchens Stachel, was? Stachelbär, was? Stachelbeerkuchen. Schneewittchen hat einen Stachelbeerkuchen entworfen? Ernsthaft? Also bei Schneewittchen hätte ich jetzt wirklich an einen Apfel oder so gedacht, aber doch nicht an Stachelbeeren. Aber gut. Es ist Schneewittchen. Und Teriyaki-Lachs? Was brauche ich denn dafür alles, ha? So, schön, dass es nicht als Quest angegeben wird. Gemüsepastete. Halt, wartet mal. Das war ja ein Rezeptbuch, ne? Erstmal sollte ich das benutzen, bevor ich die Rezepte habe. Teriyaki-Lachs habe ich, glaube ich, sogar alles da. Ich muss das anders machen. So sehe ich das schon mal gar nicht. Das ist so unübersichtlich. So finde ich das viel übersichtlicher. Auch schön. Teriyaki-Lachs. Automatisch auffüllen. Und kochen. Okay. Und Stachelbeerkuchen. Nope. Schneewittchen, Stachel. Habe ich den vielleicht noch in meiner Tasche? Ja, habe ich noch in meiner Tasche. Könnte ich auch alles da haben, glaube ich. Habe ich alles da. Wunderbar. Sekunde, Maui. Ich muss mich ganz kurz erstmal um was Wichtigeres kümmern als um deine Wenigkeit. Aber ansonsten voll gerne. So, nee, halt Skaba hier. Jetzt wollte ich gerade schon schön auf der sonnigen Ebene da überall hingehen, aber...
sei gegrüßt. Oh, viel Spaß damit, Torplay. Ah, nichts. Wieder einmal wird mir verweigert, was mir zusteht. Es hätte funktionieren müssen. Wo ist sie? Was geht hier vor? Du hast es immer nicht kapiert, oder? Ich hatte einen Hintergedanken, als ich dich hier eingeladen habe. Es hat keinen Sinn, das jetzt zu leugnen. Es gibt da ein Kleinod, das ich schon lange suche. Du hast vor langer Zeit vor mir versteckt. Eine weitere deiner Lektionen. Das war ich? Bevor du das erste Mal gegangen bist, du wolltest mir eine Lektion erteilen. Du sagtest, gute Herrscher sind für alle da. Vom Größten bis zum Kleinsten. Sie laden alle an ihren Tisch ein. Du hast gesagt, dass ich mein gestohlenes Kleinod zurückbekommen würde, wenn ich die Bedeutung dieser Worte verstehe. Ich hatte gehofft, dass ein gemeinsames Essen deine dummen kleinen Bannen brechen würde, aber ich habe mich geirrt. Ich werde mit Merlin sprechen, er hat mir wahrscheinlich geholfen, den Zauber zu sprechen. Vielleicht kann er mir helfen, ihn zu brechen. Dieser alte Schwätzer genießt es, ein Besserwisser zu sein. Also wieder zurück und mit Merlin sprechen. Also reden wir mit Merlin. Dipdi-dipdi-du, ab zu Merlin, Merlin, Merlin. Lass mal gucken, wo ist denn Merlin? In seinem Häuschen, wunderbar. Wir haben viel zu tun. Ja, dann lass mich mit dir reden. Oh, Troplay, welches neue magische Geheimnis hast du heute für mich? Damals vor dem Vergessen habe ich Sky etwas weggenommen und es ist mit einer Art Zauber versteckt. Etwas, das es nur zurückbekommen kann, wenn er eine Lektion lernt. Ich möchte ihm helfen. Du wolltest ihm damals auch helfen. Du hast ihm sogar einen wertvollen Besitz weggenommen und ihm gesagt, dass er ihn nur zurückbekommt, wenn er versteht, dass gute Herrscher sind für alle da, vom Größten bis zum Kleinsten. Sie laden alle an ihren Tisch ein. Ziemlich inspirierend, dachte ich, aber du warst ja schon immer für dein Alter sehr weise. Sicherlich hast du auch schon bemerkt, dass Gar nicht immer der angenehmste Nachbar ist. Er will herrschen, aber er versteht nicht die Verantwortung und die Fürsorge, die damit verbunden sind. Du hast versucht, ihm zu helfen. Aber dann hat er versucht, einen der Vögel auf der sonnigen Ebene zu fressen. Als ich sagte, du solltest andere an deinen Tisch einladen, hätte ich mich klarer ausdrücken sollen. Du wolltest, dass Gar über seine Taten nachdenkt. Du wolltest, dass er für jeden aus allen Schichten des ewigen Kreises da ist. Ich schlage vor, dass du weiterhin mit gutem Beispiel vorangehst. Stell ein paar Futterspender für Nektarvögel auf der Ebene auf. Zeig ihm, wie er für sein Reich sorgen kann. Vielleicht bewirkt es ja etwas, wo dein Fluch versagt hat. Das wäre so süß. Lass dich nicht von dem zerbrechlichen Äußeren des Nektarvogels täuschen, Troplay. Sie führen ein faszinierendes, aber auch gefährliches Leben. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ernsthaft? Oh Mann, so viel? Rosa Hauswurz, rote Bromelie, dunkles Holz. Ich sollte mal gucken, wo ich die finde. Na. Rote. Sonnige Ebene. Hauswurz. Irgendwas mit Hauswurz. Sonnige Ebene. Okay. Hauswurz und Bromelie. Nein, du bist nicht rosa. Du bist rot. Da komme ich nicht lang. Das entfernen wir mal ganz kurz. Na, da vorne ist rosa, glaube ich. Ja, das sind die rosanen. Rot,
Nein. Genau, rosa. Und jetzt noch dunkles Holz. Och, warum habe ich das denn übersehen? Und hier genauso. Was ist denn mit mir los? Warum bin ich denn so blind? Nein, 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 nein. Du solltest es aufheben. Danke. So, und jetzt brauche ich noch dunkles Holz. Dunkles Holz. Nee, du bist kein dunkles... Nee, du bist normales Holz, ne? Verdammt. So. Stell die Futterspender her. Okay, also wieder runter. Wo ist eigentlich der Laden von Goofy? Kann ich den schon mal ausbessern? Sei gegrüßt, Nachbar. Einen schönen Tag noch. Freundlichen Dank. So, verbessern. Sei gegrüßt, Nachbar. Und 25.000, hey. Meine Güte. Damit habe ich das hier alles ausgebessert, würde ich sagen. So, dann müssen wir das jetzt bauen. Und dann können wir es aufstellen. So jedenfalls ist der Plan. Wir sind so froh, dass du hier bist. Zack, zack, zack. Zwei Stück bauen. So. Machen wir es sogar ganz gekonnt. Bauen wir einen hier hin. Und einen dahin. Ach so, in der Nähe. Oh Mann. Ich sollte also hier aufstellen. Schön, dass ich den Baum auch umstellen darf. Kehre zu Skat zurück. Okay. Was für ein Durcheinander. Klar, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber man kann ja schnell umbauen. Ja, wenn du damit fertig bist, durch die Gegend zu rennen und alles Mögliche zu tun, außer mir zu helfen, können wir uns jetzt vielleicht auf mein Problem konzentrieren. Ich versuche dir, bei deinem Problem zu helfen. Merlin sagt, dass du lernen musst, dich um andere zu kümmern, um den Bann zu brechen. Oh gut, welcher Dummkopf muss ich jetzt helfen? Den Nektarvögeln auf der Ebene. Ich habe dir gesagt, dass du dich um die größten und den kleinsten Tiere kümmern musst. Viel kleiner und zerbrechlicher als diese Vögel geht es nicht mehr. Ich kann nicht glauben, dass ich mich zu so etwas Demütigendes herablassen muss. Ich meine, mit gutem Beispiel vorangehen. Du darfst jetzt gehen. Ich soll sie füttern mit Blumen. Muss sie jetzt ernsthaft Blumen sammeln, damit... Okay, einmal Blumen sammeln. Eins. Haben wir noch irgendwo Blumen? Ich weiß ja zum Glück, dass wir hier hinten noch Blumen haben. So.
Anscheinend muss ich jetzt nur die Vögel entdecken, oder was? Auch eine ganz schön gewisse Ironie, ne? Ich habe Maui bei mir und Scar. Füttere die Nektarvögel auf der Ebene. Jetzt muss ich nur die Nektarvögel finden. Da ist ein Eichhörnchen. Und im Hintergrund ein knörriges Kind, das nicht schlafen will. Ist müde und dann wird es nämlich immer wieder laut. Hat jetzt hier jemand einen Vogel gesehen? Hat hier jemand einen Vogel gesehen, gerufen? Füttere die... Sind die hier vielleicht irgendwo und ich muss sie jetzt finden auf der Ebene? Ich glaube, sonst hatte ich immer Vögel gesehen, aber jetzt sehe ich keinen. Ah, da. Da ist ein Vogel. Bleib doch mal da. Mit einer Blume füttern. Yay. Und dafür bekommen wir was. Okay. Füttere ein Tier. Und Freundschaft haben wir auch 9. Okay, jetzt suchen wir noch einen. Da hinten ist der andere Vogel. Nein, es fängt an zu regnen. Nicht abhauen, bitte, lieber Vogel. Nein, haut ab! Alter, da ist noch einer. Grün hatte ich eben gerade. Könnte sein, dass es der Grund ist, weswegen es nicht funktioniert. Sieht aus, als ob ich Nordic Walking machen würde. Okay. Den nächsten haben wir. Kehre zu Scar zurück. Ja, Scar ist ja mitgekommen. So, das war's. Jetzt lass uns meine Höhle zurückkehren, um zu sehen, ob dein törichter Bann gebrochen wurde. Naja, eigentlich ja nicht, weil ich habe sie ja jetzt gefüttert. Also, so für mich von der Logik her, er hätte es ja machen müssen. Ah, der Fluch ist immer noch nicht aufgehoben und mein wertvolles Kleinod ist nirgends zu finden. Das alles war vollkommen umsonst. Oh, du bist ein wahrer Gutmensch, Troplay. Aber ich muss zugeben, dass du mehr zu mir gehalten hast, als ich erwartet hatte. Ich schätze, wenn es jemanden gibt, den ich als Freund bezeichnen könnte... Nun ja, dann wärst das wohl du. Moment mal, was geschieht hier? Scar, ich glaube, der Bann ist gebrochen. Sieh mal da drüben. Wurde aber auch Zeit. Das sieht aus wie eine Art Scherbe eines magischen Spiegels. Endlich, die Überraschung meines Territoriums wird jetzt so viel einfacher sein. Weißt du, Truppler, ich habe dieses kleine Stück Glas vor langer Zeit im Tal gefunden, damit sehe ich alles, was ich will, ohne irgendetwas irgendwo hinzugehen. Und sie sorgt dafür, dass ich immer noch der wildeste Löwe im ganzen Tal bin. Das klingt sehr nützlich. Oh ja, Truppler, ein König muss immer allzeit bereit sein. Kusch, kusch, ich bin fertig mit dir. Okay, das heißt, Scar haben wir jetzt erledigt, wenn ich das jetzt so sehe. Ich kann gleich mal in die Aufgabenliste gucken. Das heißt, den DLC, den ersten haben wir schon mal fertig. Ja, Scar ist fertig. Gut, dann gehen wir jetzt entweder zu Anna oder zu Christoph. Oh mein Gott, fehlt mir noch viel Leben.
Oh, Meerwasser für Mutter. Ihr wisst ja, Mutter weiß mehr. Hört auf eure Mutter. Meerwasser sollte ich wahrscheinlich dann am Meer bekommen. Munkelt man. Er bekommt jetzt aus dem Wasserhahn. Definitiv, ne? Kann ja gar nicht anders sein. So. Meerwasser, nicht Banane. Ah, hier leuchtet es schon. Benutze die Kochstation, um das Fragment der Morgendämmerung wiederherzustellen. Jetzt muss ich schon wieder kochen. Trouble ist nur am Kochen, ne? Ey, ich frage mich, wie lange ich Maui noch brauche, bis der mal auf 10 ist, ey. Boah. Nervsack. Voll ausgebaut. Ich glaube, ich habe jetzt alles voll ausgebaut, wenn ich das richtig sehe. Aber ich kann mich auch täuschen. Automatisch befüllen? Oh, ernsthaft? Muss ich das auch noch per Hand machen, alles? So. Und eine Zitrone. Ich hatte die falsche Taste gedrückt. Bring Mutter Gotel das Fragment der Morgendämmerung. Dann gehen wir zu Mutter, denn sie weiß ja mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie hier ist. Ne, natürlich ist sie nicht da. Oh, sie ist essen. Was macht sie denn beim Essen? Ah. Die muss verhungern. Die kann ein paar Rapunzeln essen. Wobei, Geschmack hat sie. Pizza Margherita. Oh, hallo, Schatz. Gut gemacht, Trouble. Das Fragment der Morgen. Der Morgen leuchtet wieder. Dieser Geruch erinnert mich daran, morgens aufzuwachen und im Kopf zu haben, wie jung und schön ich bin. Fühlst du diese magische Schwingung in der Luft? Der Zauber wirkt und die Sonne hört zu. Kann man Magie fühlen? Nein, nicht jeder. Es braucht eine sehr talentierte Person, die mit der Energie im Einklang ist. Jemanden wie mich. Jetzt ein Fragment der Abenddämmerung. Hier, nimm es. Seine Energie braucht einen ganzen Tag, um wiederhergestellt zu werden. Dies ist eine gute Gelegenheit, deine ganz besonderen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Behandle es wie eine der Nutzpflanzen, die du so gerne magst, damit es die Kraft des Tals absorbiert. Da es sich um das Fragment der Abenddämmerung handelt, muss es im dunkelsten Teil von Dreamlight Valley vergraben werden, im vergessenen Land. Vergrabe es und gib ihm so lange Wasser, wie es braucht. Du bist noch hier? Tja. Warum sollte ich dir jetzt eine Pizza machen? Muss ich wegen dir nämlich nach da ganz oben. Ja, ich kann es ja noch nicht bringen. Ist ja noch gar nicht fertig, ne?
Okay, das haben wir erledigt. Jetzt rein theoretisch zu Christoph und Anna. Praktisch gesehen will ich aber hier nochmal gucken, ob ich den Laden ausbauen kann. Ja, hier kann ich noch ausbauen. Wunderbar. Hallo. Hallo. Freundlichen Dank. Und auch nochmal verbessern. Einen schönen Tag noch. Jetzt habe ich doch aber alle... Gibt es keinen Erfolg, wenn man alle Geschäfte von Goofy ausgebaut hat? Oh Mann. Nö, scheinbar nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann schauen wir mal, was Christoph zu sagen hat, was Anna zu sagen hat, was Mini zu sagen hat. Aber wir haben noch so viele Leute, mit denen wir reden müssen und so viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Insofern ist noch einiges offen. Vaiana müssen wir auch noch erledigen. Freut euch also drauf, wenn es dann weitergeht mit Disney Dreamland Valley. Und irgendwann kommen ja auch noch Woody und Buzz Lightyear. Also ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer True, haut rein. Tschüss.